This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, seine Ernährung Schritt für Schritt umzustellen. Wie man das schafft. Warum kommt man nicht von gekochtem Essen zum Beispiel los? Diese Suchtstruktur und den Vergleich zwischen gekochtem Essen und Heroin finden vielleicht manche sehr hart, aber doch kann es sehr treffend sein. Manche Menschen halten so stark an gekochtem fest, weil es wie eine Sucht ist. Da sind Geschmacksverstärker drin. Man ist jahrelang dieses Zeug gewöhnt, von Geburt an. Ist man an diese unnatürliche Nahrung gewöhnt. Und man muss sich wirklich mal bewusst sein, wie weit die Menschheit von einer natürlichen Ernährung abgekommen ist. Ich kenne kein Tier, das sich von gekochter Nahrung ernährt. Fällt euch ein Tier ein, das gekochtes isst? Nein. Also, wenn man erstmal da ist, dass man wieder bei 100% Rohkost ist, das ist nur der erste Schritt. Und dann kann man schauen in der Natur, was sind überhaupt die Lebensmittel, die der Mensch essen kann, die für ihn wirklich sind. Wir sind so weit weg. Es stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, was an gekochter Nahrung in Ordnung ist, sondern erstmal von gekochter Nahrung komplett wegzukommen. Und es kann schwieriger sein, von gekochter Nahrung wegzukommen, als von Heroin, bin ich der Meinung. Ja. Beim Heroin hat man wenigstens noch den Vorteil, dass jeder eigentlich in der Gesellschaft einen dabei unterstützt und jeder genau weiß, dass Heroin schlecht ist. Aber dann probier mal von gekochter Nahrung wegzukommen. Jeder redet dir ein, du musst gekochtes essen, du musst was Warmes essen, du musst erhitztes essen. Das macht ja jedes Tier auf der Welt. Es ist wirklich absurd, was wir uns für Gedankenmuster, für Glaubenssätze erschaffen haben, dass man gekochtes bräuchte. So. Dass es ohne gekochtes nicht geht. So. Ich glaube nicht, dass man jetzt von jetzt auf gleich 100% Rohkost, Rohkost essen sollte. Aber man sollte eben doch sich klar machen, dass es das Ursprünglichste ist und versuchen, da wieder hinzukommen, wenn man gesund werden möchte, wenn man glücklich werden möchte, wenn man angstfrei werden möchte und seine ganzen Emotionen, diese Verdrängten, annehmen möchte. Und ja, bei gekochter Nahrung, da ist es eben so, jeder wird einem noch einreden, hey, das brauchst du und der Körper braucht es. Und du hast diese Glaubenssätze auch drinnen, du hast dein Leben lang gekochtes gegessen. Niemand hat darüber nachgedacht, ob das irgendwie das Richtige für den Körper ist. Und drum kann es wirklich schwer werden, davon wegzukommen. Und man wird eben auch schlecht ausschauen, wenn man dann das Gekochte absetzt. Und jeder wird einem dann einreden, man braucht Gekochtes, du schaust ja jetzt schlecht aus. Du musst wieder was Gekochtes essen, was Richtiges, was Kräftiges. Und dann geht es dir wieder besser. Und wenn man nicht weiß, wie das mit der Entgiftung zusammenhängt. Ein Heroinsüchtiger, der schaut auch scheiße aus. Also gut, der schaut wahrscheinlich vorher schon ungesund aus. Aber beim Entzug wird er noch beschissener ausschauen, ein Heroinsüchtiger. Ein kalter Entzug, da muss man richtig durchgehen. Heißt es jetzt, dass wenn der jetzt Heroin wieder spritzt bei einem kalten Entzug, eine kleine Menge, dann geht es ihm plötzlich wieder gut. Aber heißt es jetzt, dass er Heroin braucht, dass Heroin gesund für seinen Körper ist? Heißt es also, dass das Kochkost gesund für den Körper ist, weil man Entzugserscheinungen hat? Wenn man sich dann wieder besser fühlt während einem Entzug, wenn man was Gekochtes isst? Nein, nein, heißt es überhaupt nicht. Ja, genauso lebt man nicht von Heroin. Nur weil es einem schlecht geht, wenn man es absetzt. Nein, man hat sich daran gewöhnt und es ist zu einer Sucht geworden.
Und es ist eben schwer, das von jetzt auf gleich abzustellen. Und deswegen denke ich auch, ein schrittweiser Entzug von Gorkost, von Heroin, ist sehr ratsam, damit man den Körper langsam reinigen kann, damit man diese Prozesse auch wieder verarbeiten kann und alle Emotionen, Ängste, die dabei hochkommen. Und deswegen würde ich schrittweise, monatsweise, jahreweise langsam umstellen. Ich habe vor, ich glaube, an die 10 Jahren oder so auf vegetarische Ernährung umgestellt. 4-5 Jahre später habe ich auf eine vegane Ernährung umgestellt. Das ist jetzt an die 7 Jahre her, dass ich mich vegan ernähre. Und in der Zeit hatte der Körper schon Zeit, sich zu entgiften. Ihr wisst ja vielleicht, dass der Körper, sagt man, dass sich jede Zelle nach 7 Jahren komplett erneuert hat vom Körper. Also ihr habt einen neuen Körper nach 7 Jahren. Und dann esst erstmal 7 Jahre Rohkost und dann werdet ihr merken, dass da kein Verlangen mehr ist. Wenn ihr 7 Jahre Rohkost gegessen habt, ist da kein Verlangen mehr nach Gekochten. Dieses Verlangen nach Gekochten kommt davon, dass ihr diese alten Gifte, diese alten Dinge, die ihr in euren Körper reingesteckt habt, dass die wieder raus wollen aus dem Körper. Und wenn die raus aus dem Körper gehen, wenn die wieder in den Blutkreislauf kommen, dann habt ihr wieder Lust darauf, dann braucht ihr das wieder. Sonst geht es einem ja schlecht. Ja, es geht einem schlecht, weil diese ganzen Dinge, die man immer weggeschoben hat von sich, die man immer nicht anschauen wollte und verdrängt hat und weggeschoben hat, die sind alle im Keller. Und die kommen alle hoch. Und es ist nicht wenig, das ist auch immer das. Manche denken, ja, wie lange entgiftet man denn noch? Überlegt man. Man hat nach dem Weltkrieg, die Generation haben sich so viel Gifte in ihren Körper reingestopft. Es gibt gar keine natürliche Nahrung mehr. Es ist alles hochverarbeitet. Davor, es gab früher keine Bio-Lebensmittel, weil alles Bio war. Da gab es keine Spritzmittel. Man sollte nicht draufschreiben, das Lebensmittel ist ein Bio-Lebensmittel, sondern man sollte auf das Lebensmittel schreiben, es ist chemisch hergestellt, auf die normalen Produkte sollte man chemisch hergestellt schreiben und auf die Bioprodukte sollte man einfach Karotte, Banane und so weiter schreiben. Das wäre eine ehrlichere und objektivere Anschauungsweise. Das ist eben das Normale, genauso wie jedes Tier sich von Rohkost ernährt, das ist das Normale. Kochkost ist nicht normal auf diesem Planeten. Auch wenn Rohköstler vielleicht für die normalen Menschen wie von einem anderen Planeten erscheinen. Ja. Also stellt eure Ernährung Schritt für Schritt um, langsam. Wie gesagt, ich habe vor 10 Jahren mit vegetarisch angefangen und da fängt die Entgiftung schon an. Dann vegan, dann habe ich angefangen immer vollwertiger zu essen und dann vor über 2 Jahren, 2,5 Jahren, dann komplett nur noch roh so. Und dann Fastenphasen, damit der Körper die Zeit zum Heilen hat. Die meiste Energie braucht er zum Verdauen. Wenn der Körper mal nicht verdaut, dann kann er heilen. Fangt das Frühstücksfasten an, esst früh leichter, fangt erst an, eine Woche, 2 Wochen nur Früchte am Morgen zu essen. Dann trinkt er vielleicht nur noch einen Fruchtsaft oder Gemüsesaft. Und dann lasst er den auch weg und trinkt am Morgen nur noch Wasser. Quellwasser, gutes Wasser. Ja. Dann hat euer Körper Zeit zum Heilen. Und es ist eben ein schrittweiser Prozess. Glaubt nicht, dass ihr irgendwie nach 2 Jahren vegan und einem halben Monat Rohkost irgendwie da ein bisschen was erreicht habt. Das ist gerade noch so, ihr kratzt die Oberfläche. Das ist echt, man kann sich nicht vorstellen, wie viel da liegt. Viele machen vielleicht das Haus oben sauber, das Wohnzimmer, alles und stopfen alles in den Keller und der Keller ist einfach nur überflutet. Es ist nicht vorstellbar, wie viel Emotionen, Ängste wir noch in unserem Körper, in unseren Knochen gespeichert haben. Ja, drum Ernährung langsam umstellen, über Monate, über Jahre. Lasst euch Zeit dabei, aber bleibt auf dem Weg. 2 Schritte nach vorne, 1 zurück. Und so geht's eben voran. Und vergesst nicht, den Weg zu genießen, denn alles ist ein Weg. Und der Prozess ist einfach zum Genießen da.
probiert nicht irgendwo anzukommen, sondern erkennt, dass der Weg das Ziel ist. Und dann lässt der Weg sich auch so angenehm gehen und auf dem Weg die Dinge genießen. Macht's gut, Leute. Ciao.